und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute wieder eine Review und zwar von diesem schönen Stückchen hier. Ich gucke mal, ob ich euch noch ein bisschen... Ja, so geht's. Was soll ich sagen? Diese Eule, die hat es mir in der Vorschau total angetan. So dieses Fantasy-Hafte und sowas. Das Bild ist von GBFKI. Ist 40x40 Leinwandgröße. Wir können auch mal kurz gucken, was die Bildgröße war. Also 35x35 Bildgröße. Ich habe mein Journal noch hinten liegen lassen. Das nehmen wir natürlich auch direkt dabei. Das hier will. Es hat runde Steinchen und ich muss sagen, es hat mega, mega viel Spaß gemacht, dieses Bild zu legen. Kann ich nicht anders sagen. Also das hat so viel Spaß gemacht. Ausschuss hatte ich so gut wie gar keinen. Ich glaube insgesamt 4-5 Steinchen. Das war so ein Ausschuss, also wirklich sehr viel, wenig Ausschuss. Und ich finde, für die Größe kommt es wirklich sehr gut raus. Als ich so davor saß, man sitzt ja deutlich näher vor, als man es jetzt durch die Kamera zum Beispiel sieht, dachte ich so, hier der Schlüssel, das wird nix. Aber ich muss sagen, jetzt von weiter weg erkennt man den sogar relativ gut. Auch die Augen kommen richtig schön raus. So den Mond erkennt man relativ gut. Hier unten ein bisschen die Waldlandschaft. Ich habe schon wieder Wortfindungsstörungen so ein bisschen. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich gerade erst aufgestanden bin. Ja, wir haben schon 15 Uhr, aber ich habe Nachtdienst. Genau. Deswegen möchte ich mich auch einmal vielmals entschuldigen, dass in letzter Zeit so wenig Videos kamen. Aber diese Woche musste ich halt sehr viel arbeiten und hatte daneben halt noch auch noch andere Termine, wurde dann nochmal eingeladen, habe jemand anderes eingeladen und deswegen gab es jetzt in letzter Zeit eine kurze Videopause. Tut mir auch wirklich sehr leid. Werden jetzt auch wieder mehr Videos kommen, auf jeden Fall. Also ich produziere jetzt schön, weil ich jetzt halt Mitte des Monats auch nochmal einige Tage wegfahre, dass ihr da auf jeden Fall dann Videos habt. So viel dazu mal eben kurz. Das Bild finde ich super, super, super toll. Ich werde es gleich nochmal versiegeln. Die Klebekraft war hervorragend. Der Druck war hervorragend. Also das ist wirklich ein Bild, da gibt es nichts zu meckern. Ganz einfach. Ich tue das mal einmal zur Seite. Und wir holen hier holen einmal die Steinchenpakete. Wir hatten 21 Farben und es gibt keine Farbe, von der irgendwas übrig geblieben ist. Also wir haben hier reichlich Farben über. Das ist Wahnsinn. Also ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Also wir haben zum Beispiel von der 10 fast ein ganzes Tütchen über. Will der Autofokus? Ja. Haben wir fast ein ganzes Tütchen über. Die 15, wie ich finde, eine sehr schöne Farbe. Das ist die 996. Auch en masse von über. Also das ist wirklich... was soll ich sagen? Also wir haben von jeglichen Farben relativ viele über. Klar, von den Farben, wo man von vornherein schon sehr wenig brauchte, wie jetzt zum Beispiel, wo haben wir es denn? Die 16. Da haben wir allgemein sehr wenig gebraucht, nur in den Augen. Klar, ist dann davon deutlich weniger über. Aber davon hat man ja allgemein auch weniger Steine gebraucht. Genau, also wir haben sehr viele Steinchen über. Finde ich super. Genau. Dann
kriegt ihr nochmal das Bild zu sehen. Und wir tragen die Daten natürlich wieder in das Büchlein ein. Ups. Den Pulli wieder repariert. Fantasy-Eule. Ah, hier Start 4.5. Heute, ich habe ja gerade die letzten Steinchen gelegt. Wir haben heute den 13.5. Also haben wir 9 Tage gebraucht. Spaß, ganz klar 9 von 10. Also ich kann da echt nicht meckern. Genau, Größe, Leinwand. Ja, wie gesagt, ein Bildchen muss ich dann nochmal nachträglich ausdrucken für hier. Da ich jetzt keine extra Legende habe, hier sind nochmal die Eckdaten. Genau. Genau, bei den Bildern, wo ich keine zusätzliche Legende oder sowas dabei habe. Okay, da rumst irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß nicht, ob das die Kamera aufgenommen hat. Und ich finde halt dieses kleine von der Leinwand, dieses Vorschaubild definitiv zu klein und so. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich gucken, dass ich das Bild auf dem PC finde, in klein ausdrucken, reinkleben. Genau, damit ich dann auch weiß, um welches Bild es sich handelt. Oder vielleicht auch einfach mit den Händen das Handyfoto nehmen und das ausdrucken. Muss ich dann gucken. Genau, wir hatten 2 Legenden. Ich halte euch die Legende mal einmal rein. Hatten nur Zahlen und Buchstaben, keine Symbole. Das Ganze hatten wir 2-mal, also hier einmal und hier einmal. War ganz praktisch. Hier oben haben wir halt noch die ganzen Daten, also Item, ist ein Diamond Painting, die Bildnummer und die Größe. Genau. Firmennamen sehe ich jetzt gerade keinen, aber wie gesagt, ist bei GBFKE bestellt. Genau. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich werde das jetzt gleich nochmal versiegeln, auch wenn Klebekraft und alles super ist, ne? Sicher ist sicher. Ja, und dann kommt das erstmal in meinen Schrank zu meinen anderen Paintings. Weiß ich nicht, ob ihr euch das vielleicht wünscht, dass ich einfach mal alle meine fertigen Paintings in einem Video zeige. Falls Interesse besteht, einfach einen Kommentar in die Kommentare. Wohin auch sonst. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Drückt den roten Button. Ist vollkommen kostenlos. Wenn ihr dann auch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr rein gar nichts mehr auf diesem Kanal. Dann seht ihr weiterhin so tolle Bilder wie hier. Genau. Ich werde mich jetzt ich werde dieses Bild jetzt versiegeln und dann meinem Hassobjekt widmen. Ich werde wahrscheinlich nebenbei wieder was Kleines, Snackiges anfangen, einfach um nicht zu verzweifeln. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, tschüss.